Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder eine Review und zwar die Baureihe 01.5 von Lesti. Das Set ist vom Designer E-Trains und kostet bei Lesti 149,99 €. Dafür bekommt man über 1000 Teile, 2 Power Functions Motoren, gleich 2 Batterieboxen, einen Empfänger und 2 Fernbedienungen. Die Fernsteuerungen sind dabei von Mold King. Man braucht aber allerdings nur eine Batteriebox und eigentlich auch nur eine Fernbedienung. Das Set kommt unsortiert in vielen Tüten in der Lesti-Box und die Anleitung liegt auf einem USB-Stick bei. Also, dann können wir ja loslegen. So, mal ein kurzer Zwischenstand. Bis jetzt ist schon das Gestänge fertig, die Räder und auch die Front lässt sich schon erahnen. Also bis jetzt macht der Bau eigentlich relativ viel Spaß. Es gibt hier und da mal ein paar kleine Farbunterschiede beim Rot. Das hält sich aber alles in Grenzen. Von der Teilequalität ist es in Ordnung. Hier und da mal wieder ein paar kleine zerkratzte Teile, gerade die großen Fliesen. Aber na gut, damit kann ich leben. Was mich ein bisschen stört, sind diverse Bautechniken, wie zum Beispiel hier sind Fliesen so über solche kleinen Teile zum Verbinden gelegt worden. Das geht halt einfach nicht. Es passt einfach nicht drauf. Es geht, aber es hält nicht besonders gut und es sieht auch nicht toll aus. Da muss ich mir nochmal was einfallen lassen. Da habe ich schon eine Idee, wie ich das eventuell anders lösen könnte. Also generell, die ganze Frontpartie ist nicht so sehr stabil. Hier wurden auch, keine Ahnung warum, einfach hier zwischen, das ist wirklich in der Anleitung so, hier könnte man einfach eine 1x6 Plate reintun und die Lücke wäre geschlossen, aber nee, das muss irgendwie so. Ich habe keine Ahnung. Ein Pluspunkt finde ich aber das Gestänge, das ist wirklich sehr gut gelungen. Ja, es fährt auch ganz gut, man muss allerdings ein bisschen Kraft aufbringen. Ja, ich guck mal, wie sich das noch entwickelt. Die Räder laufen eigentlich ganz gut. Ich habe hier in der Mitte waren mal hier, wo habe ich sie denn hier? Hier waren solche Technikteile, die waren wahrscheinlich nicht so ganz perfekt gegossen. Da habe ich mal welche aus Lego genommen. Ansonsten bei den anderen beiden Rädern ging's. Ansonsten ist da aber eigentlich die Rollfähigkeit ist da ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt noch weiterentwickelt. So, ich habe jetzt mal die Front etwas weiter gebaut und auch die Kolbenkästen sind jetzt montiert. Ich drehe es mal so ein bisschen hier. Jetzt hat mich irgendwas in der Anleitung ein bisschen verwirrt. Also das passt irgendwie überhaupt nicht. Also wie ihr seht, die Räder schweben in der Luft. Jetzt mache ich hier gleich alles kaputt. Die Treibräder schweben in der Luft und das gesamte Teil kommt auch nicht um die Kurve oder es dreht sich überhaupt nicht. Ich guck mal an, was da ist. So, ich habe jetzt ein paar Änderungen vorgenommen. Jetzt läuft das Ganze ganz gut. Die kommt auch hier verhältnismäßig ganz gut durch den 104er Radius. Die anderen Radien teste ich dann, wenn die Lok noch fertig ist dann. Also ich habe zum einen hier die Stangen eingekürzt. Die sind beim Drehen des Drehgestells immer hier gegen diese Teile gestoßen. Also das hätte schon mal nicht geklappt. Des Weiteren habe ich hier die Teile ausgetauscht. Das war ja hier so ein Konstrukt. Da habe ich jetzt, die lagen komischerweise mit bei. Da habe ich hier solche Teile, hier solche Verbindungsteile. Ich weiß nicht, ich zoome mal hier ran, ob man das erkennt. Das sind ja eigentlich solche ganz alten Lego-Teile, solche alten Connector-Teile. Und die haben ja nicht diese komische Erhebung dann. Waren zweimal mit dabei, also beziehungsweise viermal. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so geplant war, dass man die irgendwie ersetzt, aber in der Anleitung sind die auch nicht aufgeführt, auch nicht in der Teileliste. Das hat mich schon ein bisschen gewundert, aber ich habe mich natürlich gefreut, ob ich nicht eigene raussuchen, weil so billig sind die nämlich auch nicht von Lego. Genau, da habe ich ein paar Teile noch hier unten rausgenommen, weil das viel zu hoch war, es hätte überall geschliffen und so. Ja, also mit einigen Veränderungen geht's. Jetzt rollt es einigermaßen, aber man muss wirklich viel Kraft aufdrücken, damit das Gestänge sich einigermaßen bewegt. Aber mal gucken. So, ein paar Minuten später, ich habe ein neues Problem und zwar steht in der Anleitung, man solle hier diese Felge für den Schornstein hier oben drauf setzen. Das klappt auch alles soweit. Jetzt solle man aber hier eine Fliese hinmachen und hier auch.
Und jetzt seht ihr schon, das passt überhaupt nicht. Wenn man jetzt genau anguckt, das steht so ganz leicht hier rüber. Also es ist etwas breiter als zwei Noppen, diese Felge. Und dementsprechend passen auch die Fliesen da nicht hin. Also ausprobiert hat das garantiert noch keiner. Na, mal gucken, wie ich das lösen werde. So, die Lok ist erstmal fertiggestellt. Das ging dann zum Schluss doch relativ fix. Hat auch relativ viel Spaß gemacht, gerade hier unten diese Bautechniken, auch wenn das ein bisschen filigran gebaut ist, aber ist ganz gut gelöst, finde ich. Also es fehlen natürlich noch Teile vom Gestänge hier und auch noch diverse Ölleitungen und sowas. Ist alles noch nicht angebracht, das kommt aber später noch, nehme ich an. Hier vorne sind jetzt noch die Windleitbleche hinzugekommen und genau, es gab ja noch vorhin das Problem mit dem Schornstein. Ja, wie gesagt, der passt nicht so richtig rein hier. Da gucke ich nochmal, ob ich mir da noch was anderes ausdenke. Ich verstehe auch nicht irgendwie, hier sind so Löcher hier oben und hier ist auch irgendwie das so kastenförmig eher. Generell, das oben, der obere Teil vom Kessel ist sehr kastenförmig, finde ich. Also hier am Rand wurde schön mit den Slopes gearbeitet, aber da drüber ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das so muss. Also für mich sieht es irgendwie nicht so toll aus. Also, naja, was soll's. Hier unten ist jetzt noch der Hinterläufer. Ja, die Befestigung ist, naja, die ist mit so einem Technik, mit so einer Technikachse und mit so einem Connector dafür, mit so einem Teil hier, und das rutscht gerne mal raus. Und ein weiterer Nachteil ist, dass wenn die Lok jetzt zum Beispiel um die Kurve fährt, und das ist ja schon der ganz große Radius bei mir, ja, das schafft die nicht. Also wenn man jetzt hier lang fährt, nur mit Gewalt. Also wenn ich jetzt den mal ganz leicht abnehme, der geht wirklich sehr leicht ab. Das ist sehr, oh, hier fällt auch wieder gleich alles ab. Das ist sehr filigran und auch, naja, das geht sehr weit nach unten hier. Also ich meine, hier ist ja direkt schon die Schiene. Da weiß ich nicht, ob das jetzt so schlau war. So, der Tender ist auch schon fast fertig. Also, der gefällt mir echt gut. Also auch hier mit dieser Funktion, dass man hier auch an die Batteriebox rankommt. Es sind übrigens zwei Batterieboxen dabei. Also, ja, ich freue mich, aber wäre natürlich nicht notwendig gewesen. Was mich ein bisschen stört, man sieht hier die Teile wie auch hier vorne. Man sieht hier diese, das sind hier solche Brick Modifieds. Die hätte man aber auch einfach in schwarz machen können. Naja, was soll's. Jetzt haben wir aber ein Problem. In der Anleitung steht, man solle hier zwei 9 Volt Motoren drunter klatschen. In der Anleitung steht das zumindest, aber beigelegt sind zwei von den Power Functions Motoren. Jetzt fehlen mir natürlich die Räder dazu. Also bei den 9 Volt Motoren sind natürlich die Räder schon dran, vormontiert. Bei den 9 Volt Motoren, bei den Power Functions Motoren ist das natürlich nicht so. Das ist natürlich nicht in der Anleitung berücksichtigt. Darf ich wieder alles selber machen. So, die Lok ist jetzt fertig. Der Tender war dann doch eigentlich relativ einfach zu bauen, auch wenn sich die Konstruktion hier wiederholt. Aber es war sogar eine Vorrichtung für die Power Functions Motoren da, dass man die Kabel zur Batteriebox führen kann. Das hat mich sehr gewundert, aber fand ich gut. War nur leider nicht in der Anleitung vermerkt. Aber jetzt habe ich die Motoren verbunden und ja, jetzt sind hier noch einige Stangen hinzugekommen, hier Ölleitung und sowas. Das hier finde ich sehr speziell. Also hier diese Stangen, die in den Kolbenkasten gehen, das sollten eigentlich solche Bars sein in so einer ganz dünnen Tüne. Das sind aber, hier ist so ein großer Schlauch hier dabei, aber der ist in der Mitte. Der ist größer natürlich, das sind diese Pneumatikschläuche eigentlich, und der ist natürlich in der Mitte auch hohl und so gummiartig und natürlich nicht so starr wie hier solche Hoses. Und wenn man die Lok jetzt bewegt, dann, ja, es geht wie gesagt sehr schwer, aber naja, auf der linken Seite geht es nicht, auf der rechten Seite geht es schon. Ich zeige euch das gleich nochmal von der anderen Seite. Jedenfalls, da werde ich wahrscheinlich nochmal hier, es liegen hier auch noch welche in Grau dabei und in Schwarz sind auch noch welche dabei. Die werde ich, denke ich, austauschen, aber das Konzept ist eigentlich relativ interessant und
Wenn ich die Batteriebox aufgeladen habe, werden wir mal einen kleinen Fahrtest machen. So, jetzt sind auch alle Ölleitungen bzw. alle Schläuche angebracht. Ja, hier die Schubstangen bei dem Gestänge. Ja, ne, hatten wir das Thema schon. Also wie gesagt, wenn ich jetzt hier ein bisschen schiebe, geht das zwar. Auf der anderen Seite sieht das aber ein bisschen anders aus, da hier, hier biegt sich es auch schon so ein bisschen durch, wie gesagt. Ja, so sollte das eigentlich nicht aussehen, aber das ist den Schläuchen geschuldet und nicht dem Design. Daher, es lagen hier noch jede Menge von den Schläuchen dabei, hier zum Beispiel noch welche in Grau. Die haben auch jetzt genau die Länge, ich denke mal, dass die dafür gedacht waren. Die baue ich jetzt einfach mal kurz ein und dann gucken wir mal weiter. So, jetzt habe ich hier auch die grauen Schubstangen eingebaut und ich habe hier auch noch einen kleinen Schornstein gebaut. Der passt jetzt hier auch ganz gut rein, ist eigentlich eine simple Bautechnik mit dem Reifen hier und dieser umgekehrten Satellitenschüssel. Genau, dann würde ich sagen, machen wir mal einen Fahrtest. So, ich schätze mal, weil das eine Mold King-Steuerung ist, ich kuppel mal erstmal die Lok ab. Ich habe keine hohen Erwartungen, ehrlich gesagt, weil da gibt es nur entweder an oder aus. Also schieben wir die Lok erstmal weg. Ja. Also die Lok rollt jetzt auch ganz gut, also auch ohne großen Druck bewegt sich hier das Gestänge. Was nur nervt, das fällt dauernd ab. Das liegt an dieser komischen Verbindung hier. Ach. Das ist wieder nur an einer Noppe, genauso wie die. Diese Teile hier, die halten auch wirklich nur wieder an einer Noppe und so. Das muss echt nicht sein, aber na gut, man kann es ja auch abbauen. Ja, es ist genauso wie ich vermutet habe. Also es gibt nur entweder Vollspeed oder nichts. Also immerhin funktioniert. Also ich habe jetzt auf dem vorderen Motor sind jetzt die Lego-Räder mit Gummis und dahinter die Räder ohne Gummis. Deswegen hat er jetzt noch ein bisschen mehr Zugkraft. Aber der Speed ist nicht schlecht. Man kann natürlich auch nur einen Motor nehmen. Aber jetzt wie gesagt, als Beispiel hier, das ist jetzt der Lego-Motor. Und wenn ich nur den anderen Motor nehme, der wo jetzt keine Räder... wo die Räder jetzt keine Gummis haben, dann ja. Also, wenn ihr nur die Räder von Lesti nehmt, dann auf jeden Fall Gummis aufziehen. Aber die gibt es sehr günstig im Baumarkt. Also, das ist nicht die Hürde. Also das Gestänge hakt dann doch etwas, also ein bisschen Kraft braucht man doch, aber man könnte auch irgendwie kleine Gewichte reinlegen. Hier oben ist ja auch irgendwie viel Platz, da lässt sich bestimmt was machen. Ansonsten das größte Problem sehe ich hier beim Hinterläufer. Der geht zwar beim Fahren, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis der abgeht und hier diese Konstruktion ist auch wirklich unterirdisch, habe ich aber schon ganz oft gesagt jetzt. Aber theoretisch ist die Lok fahrbar. So, ich habe noch mal ein weiteres Problem festgestellt. Und zwar, der Tender ist ja wirklich sehr breit und wenn man jetzt über Weichen fährt, dann geht das nicht, weil das hier unten hängt viel zu sehr nach unten und schleift somit. Also manchmal klappt das, manchmal nicht. Es geht gerade so drüber, aber meistens fällt es ab. Also wie gesagt, hier kann man es auch sehen, gerade hier, wenn ich zurückschiebe, dann löst sich das gesamte Teil hier ab und... Das muss echt nicht sein. Also, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, das wurde einmal digital gebaut und nicht real getestet. Ich habe jetzt ein paar Teile abgenommen und ich muss jetzt sagen, mir gefällt es eigentlich richtig gut jetzt. Also, der fährt wirklich gut. Auch um Weichen und so. Natürlich nur mit Fullspeed, aber na gut. Kann man sich nicht beschweren. So,
Ich habe jetzt nochmal ein bisschen was verbessert und eigentlich bin ich jetzt ganz zufrieden. Jo, da hat sich's wieder gelöst. Gut, meine Konstruktion war jetzt auch eher aus dem Stegreif. Aber, wie gesagt, mit ein paar Handgriffen kriegt man das auch sicher hin, dass die Lok fährt. Ich werde euch nochmal jetzt alles auflisten, was mir gut gefallen hat und was mir nicht gut gefallen hat. Im Nachhinein kann ich sagen, dass ich bei diesem Set zwiegespalten bin. Einerseits war der Bau kurzweilig und auch die Teilequalität war in Ordnung. Die Lok ist am Ende ja sogar ein bisschen gefahren. Das ist auch ein Pluspunkt. Vom Design her gefällt mir die Lok auch ganz gut. Hier und da kann man aber noch was verbessern. Und was ich noch gar nicht gesagt habe, die Magnete sind wirklich sehr stark. Das finde ich auch gut. Jedoch ist dieses Set definitiv verbesserungswürdig. Viele Konstruktionen sind sehr unstabil und undurchdacht, sodass man oft selbst Hand anlegen muss. Die Lok kommt übrigens ohne Verbesserungen nicht durch den R40-Radius. Auch diverse Anleitungsfehler müssen unbedingt verbessert werden. Durch die Moleking-Fernsteuerung ist außerdem nur eine Geschwindigkeit möglich. Das macht das Set für mich etwas unattraktiv. Was erst beim zweiten Blick auffällt, ist, dass auf den Vorschaubildern bei Lesti getrickst wurde. Hier sieht man deutlich die Verwendung von großen Rädern für den Nachläufer, in der Anleitung werden aber die kleinen normalen Eisenbahnräder benutzt. Schade. Wer aber gerne ein schönes Set zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis bauen möchte und auch nicht davor zurückschreckt, diverse Bautechniken anders zu lösen, für den kann ich das Set nur empfehlen. Auch zum Ausparten eignet sich die Lok aufgrund vieler schöner Teile und vor allem der zahlreichen Elektronikkomponenten hervorragend. Ob die Lok für euch das Richtige ist, müsst ihr am Ende dann selbst entscheiden. Ich denke, wenn die Baufehler in der Anleitung behoben und die ein oder andere Konstruktion verbessert wird, ist das Set definitiv lohnenswert. Schreibt aber eure Meinung gerne dazu in die Kommentare. Vielen Dank auch nochmal an Lesti für das Set und den freundlichen Kundenservice. Also dann, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!